Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zu Folge 37 der Reihe über romantische Liebe in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts in Europa. Heute soll es um das Stück von August Strindberg gehen, Fräulein Julie. Johann August Strindberg wurde geboren am 22. Januar 1849 in Stockholm und ist am 14.05.1912 in Stockholm gestorben. Ein schwedischer Dramatiker, hat auch Novellen und Romane geschrieben und war ab 1870 herum führend in der schwedischen Literaturszene. Er war das vierte von insgesamt 8 Kindern. Sein Vater war Dampfschiff-Kommissionär und seine Mutter war früher eine Hausangestellte gewesen. Er stammte aus dem Mittelstand, der auch immer finanziell gefährdet war. Es waren zahlreiche Wohnungswechsel nötig. Aber Bildung und vor allem Kunst und Musik waren wichtig in seinem Elternhaus. Ein Neffe von ihm war sogar Schauspieler und er selbst interessierte sich als Kind vor allem für Naturwissenschaften. Er war relativ verschlossen, ein verschlossenes Kind. Und das Elternhaus, auch durch die pietistische Prägung der Mutter, war konservativ. Und so ist Strindberg doch immer auch, wenn schon nicht seinem eigenen Leben gemäß, aber in seinen Überzeugungen in puncto Ehe und Familie konservativ geblieben. 1853 machte das Unternehmen des Vaters Konkurs, erholte sich dann aber wieder. Es waren wieder Umzüge nötig und Strindberg kam schließlich auf eine Klosterschule und anschließend auf ein Gymnasium, das liberal geprägt war. 1862 starb seine Mutter an Tuberkulose. Der Vater heiratete erneut, ein weiterer Sohn wurde geboren und die familiären Beziehungen wurden schwierig. August zog sich in den Pietismus seiner Mutter zurück, machte Abitur, studierte in Uppsala und zwar Ästhetik und lebende Sprachen und versuchte sich in den verrücktesten Berufen, unter anderem als Scharfschütze und Prediger versuchte er Geld zu verdienen. Er war Hauslehrer, Grundschullehrer. Er fing ein Medizinstudium an, was er dann aber abbrach, versuchte Schauspieler zu werden. Das schlug fehl, dann setzte er das Studium wieder fort, wieder brach er es ab, schließlich wurde er Journalist. Und dann bekam er eine Anstellung als königlicher Bibliothekar an der Königlichen Bibliothek in einem Sekretärsposten. Er begann journalistisch und schriftstellerisch zu arbeiten und brachte 1879 seinen ersten größeren Roman hervor, Das rote Zimmer. 2 Jahre zuvor hat er eine Schauspielerin geheiratet, eine Finnland-Schwedin. Das war seine erste Ehe. Und aus dieser Ehe gingen 3 Kinder hervor, 2 Töchter und ein Sohn. Er schrieb gesellschaftskritische Werke. Er äußerte Kritik am System, gesellschaftlichen System in Schweden. Und schließlich zog es ihn nach Mitteleuropa hinein. 1883 zog die Familie nach Frankreich um in eine skandinavische Künstlerkolonie. In der Region Île-de-France, Grès-sur-Loing, eine damals bekannte schwedische, skandinavische Künstlerkolonie. 1884 wurde seine Novellensammlung Heiraten veröffentlicht und er bekam daraufhin eine Anklage in Schweden wegen Gotteslästerung
und Verspottung der Heiligen Schrift und der Sakramente. Schweden war damals eben, es ist eigentlich bis heute, stark protestantisch geprägt, auch pietistisch geprägt. Bis 2000 war ja jeder Mensch, der in Schweden geboren wurde, automatisch Mitglied der protestantischen Kirche. Erst in diesem Jahr wurde dann dieser Zwang aufgelöst. Strindberg lebte damals in Genf und musste in Stockholm vor Gericht erscheinen, aber der Prozess erregte ein großes öffentliches Interesse und eine breite Öffentlichkeit stand hinter ihm, die seine Kritik an der religiösen Erziehung und Verkrampfung in Schweden teilte. Er wurde freigesprochen und kehrte in die Schweiz zurück, aber sein Ruf hatte an Ehrbarkeit verloren in Schweden. Er wurde durch die weiteren Werke, die er geschrieben hat, 1887 Der Vater, 1889 dann das Stück Fräulein Julie, um das es heute gehen soll, auch als Frauenfeind verschrien, da seine Darstellung der Mann-Frau-Beziehungen, der Ehe, der Familie doch auch stark konservativ geprägt war und durch seine schwierigen Lebensverhältnisse und seine persönliche schwierige Konstellation ihn nun nicht zu einem Autor machte, der smooth, weiche Stücke über Mann-Frau-Beziehungen hervorbrachte und auch eben konservative Meinungen über Frauen äußerte. Er reiste nach Kopenhagen, lernte dort Georg Brandes kennen, einen dänischen Literaturkritiker und Philosophen, der berühmt war in seiner Zeit. Und der vermittelte ihm in diesen Jahren einen Briefkontakt zu Friedrich Nietzsche. Und es ist immer wieder diskutiert worden, wie stark der Einfluss Friedrich Nietzsches auf seine Stücke und schriftstellerische Tätigkeit ist. Er hat es geleugnet, aber zumindest haben beide Autoren ähnliche Gedanken. Und das ist also sehr frappierend, wenn man sich dann auch dieses Stück Fräulein Julie anschaut. 1889 kehrt er zurück nach Stockholm, ließ sich 2 Jahre später von seiner ersten Frau scheiden und die Frau erhielt das Erziehungsrecht für die Kinder. 1892 kommt er nach Berlin, er lernt den berühmten Maler Eduard Munch kennen und heiratet ein Jahr später, 1893, zum zweiten Mal eine Österreicherin, die 20 Jahre alt war zu dem Zeitpunkt, Strindberg selbst damals 44. 1894 wurde dann eine Tochter geboren. Das Paar lebte zeitweise in Österreich und 1897 erfolgte schon wieder eine Scheidung. Und vor dieser Scheidung in den Jahren 1895 bis 97 diese Jahre sind geprägt von einer großen Identitätskrise Strindbergs, der sogenannten Inferno-Krise, wo er einen starken Realitätsverlust erlitt, unter Depressionen litt und dann ja auch zum Beispiel alchemistische Versuche machte, also sich in Sphären hineinwagte, die jenseits rationaler Wissenschaftlichkeit liegen. Er schrieb sich in diesen Jahren frei und in den folgenden 6 Jahren schrieb er mehr als 25 Stücke. Ganz berühmt ist 1901 der Totentanz geworden, 1902 ein Trauerspiel, 1907 Gespenstersonate. Er schrieb Historiendramen, Novellen, kehrte 97 dann nach Schweden zurück, nach Lund und heiratete schließlich noch einmal, ein drittes Mal 1901,
Eine 29 Jahre jüngere Schauspielerin, Harriet Bosse. Harriet Bosse hat gelebt von 1878 bis 1961. Auch aus dieser Ehe ging eine Tochter hervor, die Tochter Ann, 1902 geboren, erst 2007 gestorben. Und diese dritte Ehe hielt wieder nur ein paar Jahre, nämlich bis 1904. Strindberg verkraftete die Trennungen von seinen Frauen schwer und von dieser dritten Frau auch besonders schwer. Er litt unter Halluzinationen und Wahnvorstellungen. Aber immer wieder konnte er sich gerade auch durch seine schriftstellerische Tätigkeit ordnen. Und so gründet er noch 1907 das Intime Theater in Stockholm, an dem er als Stifter, Dramatiker und Regisseur tätig war. In den letzten Jahren konnte er wieder Kontakt zu seinen Kindern aus der ersten Ehe aufnehmen, hatte dann noch mal eine kleine Liebesaffäre mit einer Künstlerin, Fanny Falkner. Und starb 1911 wurde das Intime Theater gestorben und ein Jahr später starb Strindberg an Magenkrebs am 14. Mai 1912. Ein riesiger Trauerzug folgte seinem Sarg. Er war eben sehr bekannt und sehr beliebt als gesellschaftskritischer Autor. Er war eine Ikone der Arbeiterbewegung geworden. Und in seinem Kampf gegen die Konservativen, aber auch gegen die Liberalen, hatte er sich viele Feinde, aber auch sehr viele Freunde gemacht. Seine doch sehr mystisch pro-religiöse Haltung, und seine Kritik an den Wissenschaften, seinen Zweifeln an der Logik, an der Rationalität, machte ihn unbedingt zu einem modernen Autor. Als einer der wichtigsten Autoren Schwedens und auch hier in Deutschland, auch im Germanistikstudium, ist dieser Name bekannt, obwohl er eben kein deutscher Autor ist. Und man muss ihn eigentlich gelesen haben, um viele Dramen und Geschichten, die so um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert geschrieben wurden, zu verstehen. Wie gesagt, er schrieb mehr als 60 Dramen, 10 Romane, 10 Novellensammlungen, 5000 Briefe. Er war manisch, ein manischer Schreiber, und all seine Werke durchziehen starke autobiografische Züge. Er brachte in das Schwedische eine moderne Prosa ein, und das macht ihn eben auch zu einem ganz wichtigen Autor für Schweden im 20. und 21. Jahrhundert. Sein Thema: Klassenkampf, sozialkritische Themen, aber auch psychologische Themen. Auch eben das Thema Geschlechterkampf, der Kampf zwischen Mann und Frau, den er nun in seinem privaten Leben, auch in seinen vielen Beziehungen und Ehen immer wieder durchlebte. Mit diesen Themen ist er zum Wegbereiter des modernen europäischen Theaters geworden, das ja diese Themen dann auch verstärkt auf die Bühne gebracht hat. Er übte Kritik am Staat, an der Kirche, an der Presse, an den Schulen, an Institutionen generell. Und seine Werke sind immer in die verschiedensten Richtungen der Literatur eingestuft worden. Es gibt frühe naturalistische Stücke, dann Stücke, die mehr einem Mystizismus anhängen. Er rezipierte religiöse Ideen, zum Beispiel eines Immanuel Swedenborg, Sören Kierkegaard, Arthur Schopenhauer. Das sind so seine Autoren. Auch je älter wurde, hing er dann auch der Theosophie an. Und ein wichtiges Thema ist eben immer für ihn dieses Schuld, Leiden, Versöhnung, Wahn. Das ist ja sein Thema.
Und mit diesen Themen verbindet ihn doch auch einiges mit Friedrich Nietzsche. Also zum Beispiel eben Nietzsches Werk, also Sprach Zarathustra oder Jenseits von Gut und Böse, die eben auch in den 80er Jahren entstanden sind, wie viele berühmte Werke von Strindberg. Er beeinflusste ganz stark Franz Kafka, den schwedischen Regisseur Ingmar Bergman, Jan Myrdal, Eugene O'Neill, die Deutschen Heiner Müller und Friedrich Dürrenmatt, und man sieht die ganze Bandbreite an Autoren, Regisseuren, die sich auf ihn berufen und mit ihm etwas anfangen können. Erst in letzter Zeit ist bekannt geworden, dass er auch ein großer Fotograf war und ein großer Maler. Und Anfang der 90er Jahre hat das Auktionshaus Christie's ihn einen der bedeutendsten Maler seiner Zeit genannt. Seine Person soll Züge einer paranoiden Schizophrenie gezeigt haben. Und ja, das ist schon auch deutlich in seinen Stücken. Die Krisen, die Ehekrisen, die Scheidungen, all das hat seine Werke geprägt. Und immer wieder hat er die künstlerische Tätigkeit als Prozess der Heilung empfunden. Viel Autobiografie ging ihm in seine Werke ein und macht es ihm möglich, dann doch weiter zu leben. Strindberg und die Frauen, ein Frauenhasser. Er kritisierte Gleichheitsideen zwischen Mann und Frau. Er kritisierte Ibsens Nora oder ein Puppenheim, dem wir uns das in der letzten Zeichensetzung zugewendet haben. Und er hat einmal in Bezug auf eine russische Mathematikerin folgenden Satz geäußert: Ein weiblicher Mathematikprofessor ist eine gefährliche und unerfreuliche Erscheinung. Man kann ruhig sagen, eine Ungeheuerlichkeit. Naja, das macht ihn nun nicht gerade beliebt bei den Frauen. Es ist eben sehr interessant, wie er die Beziehung Mann-Frau schildert. Thomas Mann hat 1948 über ihn gesagt: Es gibt in keiner Literatur eine teuflischere Komödie als seine Eheerfahrungen, als seine Verfallenheit an das Weib und sein Grauen vor ihm, seine heilige, monogame Verehrung und Verklärung der Ehe und sein völliges Unvermögen, es darin auszuhalten. Fräulein Julie. 1888 verfasst in einem kurzen Zeitraum zwischen dem 22. Juli und dem 10. August, das ist sehr, sehr kurz, in Kopenhagen, Dänemark. Die Premiere erfolgte in einer geschlossenen Veranstaltung für geladene Gäste im März 1889 und seine erste Frau spielte die Hauptrolle. In Kopenhagen, an der Uni Kopenhagen. Es ist eins seiner meistgespielten Theaterstücke und handelt von der Grafentochter Fräulein Julie, sie ist 25 Jahre alt, und dem Diener Jean, 30 Jahre. Und eine dritte Person spielt noch eine Rolle, nämlich die Köchin Christine, 35 Jahre. Das Stück spielt in der Johannisnacht, wo auch die Schweden ihr großes Midsommerfest feiern, am 23., 24., 6. jeden Jahres. Noch einmal auf den Namen Jean zurückkommend, der französische Name für Johannes. Und es ist eben die Johannisnacht auf dem 24.06., wo am nächsten Tag das laut Christine, der Köchin, das Evangelium des Johannes gelesen wird, Johannes des Täufers. Eigentlich wird die Geburt Johannes des Täufers gefeiert, aber
Christine sagt seine Köpfung. Und um Tod, Macht, Herrschaft, Geburt, im übertragenen Sinne geht es eigentlich auch in diesem Stück. Es ist eine Nacht, in der die Schweden außer Rand und Band geraten. Das schwedischste Fest, eine magische Nacht, alles trifft sich, man tanzt, man umtanzt das Feuer, es gibt Musik, besondere Speisen, man schmückt Bäume mit Zweigen und Blumen, die Magie der Blumen wirkt. Es ist eine magische Nacht. Und in diesem Stück, Fräulein Julie, wird auch der Flieder auf die Bühne gebracht, eine stark duftende Pflanze, Blüte, die den Frühling symbolisiert und den Aufbruch in eine fruchtbare Zeit. Julie, Jul heißt eben auf Schwedisch auch das Fest, die Feier, ganz allgemein. Und es gibt nun eben interessanterweise halt in diesem Zusammenhang das sogenannte Julfest. Und das ist wiederum die Wintersonnenwende eben in der Zeit um Weihnachten herum. Und so sind wir, wenn wir nochmal auf Ibsens Nora zurückkommen, bei zwei entscheidenden Festen der nordischen Dichter angelangt, eben Ibsens Fest der Liebe, der Familie zu Weihnachten und Strindbergs magischer Nacht zur Sommersonnenwende, in dem die Triebe außer Rand und Band geraten. Julie hatte selbst eine Mutter gehabt, die sehr emanzipiert war, eine Feministin, die ihren Mann auch hintergeht, weil sie ihn auch hasste. Er hat sie gegen ihren Willen geheiratet. Und sie hat ihn ganz stark hintergangen, auch finanziell hintergangen. Die Tochter Julie ist ein Fräulein, hochnäsig, arrogant, sich ihrer hohen Position gegenüber der Dienerschaft bewusst, einer Position, die sie sehr viel riskieren lassen kann, weil sie sozusagen glaubt, unangreifbar zu sein. Und das wird sich dann als Fehler herausstellen im Laufe des Stücks. Der Diener Jean, ein gebildeter Diener, der auch Französisch spricht, der in der französischen Schweiz tätig war, einer, der aufsteigen will, ein gut aussehender, viriler Mann. Der verlobt ist heimlich mit der Köchin Christin, die ganz Dienstmagd sein will, gar nicht über ihren Stand hinaus will, die ein normales Eheleben führen will mit Jean. Und ihm dann spielt noch eine Person eine große Rolle, die nie auf der Bühne erscheint, aber immer präsent ist, nämlich der Vater von Fräulein Julie, der Graf. Der verreist ist, aber sozusagen immer als unsichtbarer, die Fäden in der Hand habender Mann, der die absolute Macht über diesen Haushalt ausübt, in der Hand hat. Am Ende des Stücks kommt er zurück und wird klingeln, und sofort wird der Diener Jean wieder in seine untertänige Haltung zurückfallen. Präsent ist er durch die Stiefel, die in der Küche stehen, Stiefel eben auch dieser sehr herrschaftliches Ding, was immer präsent ist mit den Stiefeln, mit denen man nach unten auch treten kann. Das Stück handelt also von Klassenunterschieden, von dem Unterschied zwischen Herr und Knecht, zwischen Diener und Fräulein. Und dieser Klassenunterschied spiegelt sich nun aber auch in einer neuen Komponente, nämlich dem Kampf der Geschlechter. Das durchzieht das Drama. Fräulein Julie kommt auch in die Küche und hat der Köchin einen Auftrag gegeben, etwas für ihre Hündin Diana
herzustellen. Diana hat sich nämlich von dem Hofhund schwängern lassen. Und das ist absolut unmöglich, dass der Hund der Herrin sich von einem Gassenhund schwängern hat lassen. Aber genau diese Begattung wird Fräulein Julie dann selbst mit Jean passieren. Dann Fräulein Julie wird zum Schluss einmal einen Versuch machen, aus dieser Situation auszubrechen und bringt einen Käfig mit einem Vögelchen hinunter in die Küche, einem Zeisig, der dann von Jean getötet wird. Und das erinnert doch stark an Ibsens Nora, wo Nora immer wieder als Vögelchen, als Zeisig auch charakterisiert wird. Die Frauen, die zwitschern, Vögelchen sind und die nun eben in einem Herrschaftsverhältnis Jean tötet auf brutale Art und Weise. Julie, zu dem Zeitpunkt, als das Stück anfängt, hat sich frisch entlobt und sie fordert nun in dieser magischen, sexuell aufgeheizten Nacht Jean sexuell heraus. Sie tanzt mit der Dienerschaft. Sie tanzt mit Jean. Das heißt, sie begibt sich unter ihr Niveau, was sowohl von der Köchin als auch von Jean kritisch bemerkt wird. Schließlich, aufgrund von ungünstigen Umständen, schläft sie sogar mit Jean. Und nachdem das passiert ist, behauptet sie, es sei Liebe zwischen ihnen. Aber das ist nur eine Ausrede, denn das kann gar nicht sein, so schnell wie auch das passiert ist. Es ist keine Liebe, sondern Trieb, Macht, Unterordnung, Herrschaft. Christine schaut, die Köchin schaut dann auf sie herunter. Auf einmal hat sich ihre Position gegenüber ihrer Herrin verändert. Sie ist die Ehrbare, die Köchin, die Herrin hat sich fallen gelassen, ist unter ihrem Niveau angekommen. Fräulein Julia hatte eben einen Verlobten gehabt und man hat sie gesehen, wie sie diesen Verlobten über eine Reitpeitsche hat springen lassen, so wie eine Domina. Also auch hier wieder das Herrschaftsverhältnis Mann-Frau. Und das erinnert doch ganz stark an Friedrich Nietzsche, zu dem Strindberg in diesen Jahren eben brieflich Kontakt hatte, der in seinem Werk, also Sprach Zarathustra, den Satz geäußert hat, so wie er im Mainstream angekommen ist, im Originaltext lautet er ein klein wenig anders: Wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht. Und es gibt eben aus dieser Zeit 1882 ein Foto von Nietzsche mit seinem Freund Paul Reh und Lou von Salome, die Friedrich Nietzsche sehr verehrt hat. Und da schwingt Lou Salome eine Peitsche und ein kleiner Leiterwagen wird von den beiden Männern gezogen. Also das Motiv der Domina taucht bei Nietzsche auf und wird dann sozusagen umgekehrt in dem Satz der Alten, die zu Zarathustra sagt, wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht. Genau. Christine selbst hat ein Verhältnis mit Jean, aber das ist eben nicht unter ihrem Niveau. Jean ist in dem gleichen Klasse heimisch wie sie. Und Julie, die sich mit Jean einlässt, erlebt eine große Gefahr, dass dieses Verhältnis herauskommen könnte, durch Klatsch, dass dann Tratsch erfolgt, Ehrverlust. Und schließlich bleibt Julia eigentlich nichts anderes übrig, als durchzubrennen. Mit Jean durchzubrennen, und das gibt einmal kurz diesen Plan, dass sie beide davonlaufen und ein Hotel am Comer See eröffnen. Julie stiehlt ihrem Vater dafür Geld und beide haben natürlich dann auch große Angst vor einer Entdeckung dieses Diebstahls und dieses Plans.
Sie wissen aber beide, sie können die Situation nicht weiter so aufrechterhalten, denn selbst wenn das jetzt nur eine Nacht war, in der sie Sex miteinander hatten, besteht doch die Möglichkeit, dass wenn sie bleiben und Julie Jean immer wieder sieht, dass es dann zu einer wiederholten sexuellen Begegnung zwischen ihnen kommt. Und das ist unmöglich, das ist ein Durchbrechen aller Standesschranken, Klassenschranken. Julie ist ein gefallenes Mädchen und sie hat mit dem Feuer gespielt und eigentlich verloren. Jean hat sie immer wieder gewarnt. Attention, je ne suis qu'un homme, pass auf, ich bin nur ein Mann. Riskiere nicht zu viel, es kann sein, dass ich die Oberhand gewinne. Und schließlich schlägt er ihr vor, dass sie Selbstmord begehen soll, und das macht sie dann auch. Eine Dienerschaft, die devot ist und ihre Herren hasst. Ein Spiel um Macht. Diener, die ihre Herrschaft bestehlen. Jean bestiehlt seinen Herrn. Er stiehlt ihm wertvolle Weinflaschen aus Burgund. Und dieser Hass auf die Herrschaft macht auch seinen großen Sinn so, Sieg, seine sexuelle Begegnung mit Julie so wunderbar für ihn, weil er nun eben über die Herrschaft gesiegt hat. Er sagt: Ich kann nicht leugnen, dass es mich einerseits freut, gesehen zu haben, dass es nur Katzengold war, was uns dort unten blendete, gesehen zu haben, dass der Rücken des Habichts auch nur grau ist, dass auf der zarten Wange Puder war und dass die geschliffenen Nägel schwarze Ränder haben können, dass das Taschentuch schmutzig war, wenn es auch nach Parfüm duftete. Aber es peinigte mich andererseits, gesehen zu haben, dass das, wonach ich strebte, nichts Höheres, Solideres war. Es peinigt mich, sie so tief gesunken zu sehen, dass sie weit unter ihrer Köchin stehen. Es peinigt mich zu sehen, wie die Herbstblumen von dem Regen zerschlagen und in Schmutz verwandelt werden. Also einerseits diese Freude, Schadenfreude über diese hochnäsige Herrin gesiegt zu haben, und andererseits dann eben ein Gefühl der Leere. Über wen habe ich da eigentlich gesiegt? Das ist eigentlich kein Sieg, denn die Herrschaft ist eigentlich nichts Lobenswertes oder Besonderes, Höherstehendes. Es ist eine Sadomaso-Beziehung, die zwischen Fräulein Julie und Jean herrscht. Und ja, und dann wird dieser Klassenkampf eben als Geschlechterkampf ausgetragen, bis der Graf zurückkommt und man hört seine Rückkehr, er klingelt und sofort fällt Jean wieder in seine Haltung als Lakai zurück, wird total devot. So bang vor dem Ton einer Glocke zu sein. Ja, aber das ist nicht nur eine Glocke. Es sitzt jemand dahinter. Eine Hand setzt sie in Bewegung und etwas anderes setzt die Hand in Bewegung. Aber halten Sie sich nur die Ohren zu. Ja, dann klingelt es noch schlimmer, klingelt, bis man Antwort gibt. Also dieses Gefühl, unterdrückt zu sein, einer tieferen Klasse angehörig zu sein, einer höheren Macht ausgeliefert zu sein, die der Graf verkörpert, aber die eben auch noch mehr ist als diese Person. Was ist aus der romantischen Liebe zwischen Mann und Frau geworden? Ein Geschlechterkampf. Es gibt in diesem Geschlechterkampf auch keine Solidarität mehr zwischen den Frauen. Christine ist eifersüchtig auf Julie. Sie hasst ihre Herrin. Sie neidet ihr den Erfolg bei Jean, sie sieht auf Julia herab.
Und Julie wiederum bittet Jean, ihr zu befehlen, was sie tun soll. Also sie verkehrt die alte Beziehung Herrin-Diener in ein Herr-Dienerin-Verhältnis. Aus der Liebesbeziehung ist ein Geschlechterkampf geworden, sexuell stark aufgeheizt, psychologisch wunderbar beschrieben in diesem sehr modernen Stück von August Strindberg, Fräulein Julie.